Willkommen bei Let's Play Super Mario Kart. Wir werden einfach mal ein kleines Rennen fahren. Warum auch nicht? Es gehört auch zu den Spielen, die ich früher viel gespielt habe und ich habe dann noch einmal Lust drauf. So, wir fangen natürlich mit der 100 Kubik-Klasse an, weil mit sowas Lächerlichem hier wie 50 Kubik, da geben wir uns ja gar nicht erst ab. Unser Fahrer ist Koopa. Ich mag Koopa. In den Mario-Spielen mag ich Koopa nicht so sehr. Hier in Mario Kart mag ich Koopa viel, viel mehr, weil der lässt sich sehr, 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 sehr schön fahren. So, und wir starten auch direkt hinter dem fetten Affen. Na, herzlichen Glückwunsch, das kann ja was werden. Ich habe das Spiel hier sehr lange nicht gespielt und keine Ahnung, ob das noch irgendwie funktioniert oder ob das jetzt katastrophal in die Hose geht, aber das ist ja auch eigentlich gar nicht so wichtig. So, tja, zumindest der Anfang ist ja schon mal gar nicht so schlecht, bis auf Luigi da vorne. Haben wir doch schon auch alle überholt. Hey, du mit deinem Sternchen, da lass mal schön bleiben. So fangen wir gar nicht erst an zu spielen hier. So, ein paar Kurven ordentlich angesprungen. Ja, das geht doch schon wunderbar. Ja, den Panzer legen wir mal so nach da hinten. Und hey, ja, Yoshi, hast du was zu spielen? Freu dich doch. Das heißt aber nicht, dass du mir jetzt gleich was zurückgeben musst. Ich weiß ja noch, du wirfst immer gerne mit deinen Eiern. Muss nicht unbedingt sein. Darfst es einfach so als Geschenk akzeptieren, den Panzer? Ja, Münzen und Münzen und, schön. Ja. Okay. Also, die Befürchtung, es könnte zu schwer werden, ist zumindest hier im ersten Level schon mal nicht gegeben. Schnarrig. Oh, eine Banane. Vollkommen egal, weil liegt direkt vorm Ziel. Ja, Luigi, hab ich das gerade gesehen, dass der kleine Pilzkopf da mich von hinten mal so ordentlich und so? Also, nee, komm, das kannst du doch nicht bringen hier. Ach, Frechheit. So, da waren alle Erster, jetzt nur noch wir Erster. So gehört sich das auch und ich plane auch, dass es dabei bleibt. Was war denn das hier für eine Strecke? Ich erinnere mich kaum noch, aber... Oh, eine Runde gefahren, dann wird das schon wieder gehen. Und hey, Münzen. Freude. Okay, das war nicht so gut. Aber ich muss ja ein wenig Spannung auch hier einbauen. Wenn man die ganze Zeit nur vorne wegfährt, wäre das ja auch langweilig. Vermutlich. Hilfe. Ja. Okay. Hier habe ich nicht mehr alle Kurven so drin, offensichtlich. Du fängst schon wieder mit deinen Sternchen an, das muss doch nicht sein. Aber hier war eine Abkürzung, genau. Ich frage mich immer noch, bis zum heutigen Tag, ob die wirklich kürzer ist, wenn man da einfach ohne Pilz oder sowas durchfährt. Ich habe keine Ahnung. Das war auf jeden Fall nicht kürzer, als wäre ich auf der Strecke geblieben. So, ja, den roten Panzer, den behalten wir doch auch mal, weil ist eigentlich schon ganz nett. Sehe ich jetzt nicht ein, warum ich das austauschen sollte, um dann irgendwie Münzen zu kriegen. Münzen liegen hier auch so schon rum. Oh, die Kurve haben wir auch. Und ja, die ist doch schon wieder Vorsprung bis zum Anschlag. Gehen. Ja, also ich dachte eigentlich, wenn man in der 100 Kubik anfängt, nach längerer, also wirklich längerer Nicht-Spielzeit dieses Spiels, dann wäre das in irgendeiner Form anspruchsvoll. Aber na gut, wir haben jetzt auch noch den Mushroom Cup. Vielleicht fahre ich auch einfach gegen eine Wand, um mir selbst Anspruch hier reinzubringen. Aber so viel Vorsprung, dass selbst das nicht mal dafür gesorgt hat, dass wir irgendwas an Gegnern so hinter uns sehen. Ist einfach nur... Ja. Wir können unsere Gegner so aus der Vogelperspektive beobachten, da unten auf der Karte, aber wirklich gefährlich. Nee. Eigentlich nicht. Ja, mit der 150 Kubik konnte ich leider nicht anfangen, weil die ist hier gar nicht freigeschaltet. Deswegen muss jetzt auch die 100er reichen. Ich hoffe aber, dass es noch ein wenig spannender wird. Spätestens, wenn wir mal zu anspruchsvolleren Strecken kommen. Hier das Geisterhaus. Ja, das Geisterhaus. Ich erinnere mich, das konnte ich mal ziemlich gut. Ich erinnere mich aber auch, man kann hier ziemlich gut auf die Schnauze fallen. Beziehungsweise eher gesagt runterfallen. Wenn ich diesen Gegenstand hätte haben wollen, hätte ich vorher meinen anderen so entfernen müssen.
Ja, hier. Ich leg den anderen Mann ein Ei da. Ja, Luigi. Das letzte Mal durfte Yoshi damit spielen, jetzt darfst du damit spielen. Okay, ein Pilz. Damit könnte man doch diese Abkürzung und sowas. Ich erinnere mich. Ja, ich versuche das einfach mal. Dann haben wir zumindest irgendwas in diesem Video, was nicht daraus besteht, dauerhaft vorne wegzufahren. Das hat sogar funktioniert. Unglaublich. Beim ersten Versuch. Wow. Ja. Das war jetzt die Rache von eben. Du hast mich ja eben von hinten so und jetzt habe ich mir gedacht, ich drehe das mal um. Du hässlicher, dummer Fliegenpilz! Arx! Mini Cooper! Hey. Und dieses Geräusch. Also bitte, wachs mal wieder. Also, groß, danke. Viel angenehmer. Was für eine Frechheit. Aber, ja, selbst das hat nicht geholfen. Erster Gen. So. Was kam als nächstes? Als nächstes kam, glaube ich, Bowser's Castle, wenn ich das noch ansatzweise korrekt im Kopf habe. Und die erste Variante von Bowser's Castle war, glaube ich, ziemlich einfach auch. Da gibt es spätere, wo ich mich an ernsthafte Probleme noch erinnere von früher. So. Aber zumindest die Musik ist nett. Yay, Beschleunigungspfeil, yay! Ja, die kleinen Freundchen da oben, die kommen gleich auch noch, aber runter. Hier die auch. Immer in der ersten Runde stehen die halt da oben dekorativ rum und in der zweiten Runde stehen die dekorativ auf meinem Kopf rum. So, hier. Oh, was mache ich denn jetzt mit dem Pilz? Damit springe ich doch potenziell eher in die Lava als alles andere hier auf der Karte. Obwohl, die Startzielgerade müsste eigentlich geeignet, aua, sein, um den zu benutzen, wollte ich sagen. Das war knapp. Und, hat auch nicht gereicht, um noch wirklich gut um die Ecke zu kommen. Aber, wenn ich mir so den Vorsprung zu Luigi angucke, brauche ich den roten Panzer sowieso überhaupt nicht. Das ist eine Bananenschale. Ich habe hier gerade überlegt, ob ich da ernsthaft mit Absicht reinfahre, einfach nur um, weiß ich nicht, was zu erreichen. Einfach nur, weil ich es kann quasi. Ach, da ist wieder hier unser Scheißpilz. Nee, komm, jetzt fang nicht schon wieder damit an. Aua, aua, aua. Toad, du gehörst einfach nur eine Konservendose. Spiel damit. Ha, geht doch. Geht auch die Mucke noch ein bisschen ab hier, aber das, ja. Ich stelle mich zwar ziemlich ungeschickt gerade hier an, mit so vor die Wände springen und dann einfach mal Vollgas in die Vollbremsung mit einer Wand, aber das ist doch eigentlich vollkommen egal, weil erster und gähn. So, ich glaube, jetzt kam noch eine Strecke und dann haben wir den Mushroom Cup auch schon fertig, ohne irgendwas Anspruchsvolles gefunden zu haben. Vielleicht gibt sich das ja noch, ich bin gespannt. Ach ja, hier die schöne Strecke mit der Kreuzung. Ja, genau, da erinnere ich mich an was. Das werde ich gleich erzählen, wenn ich es nicht demonstrieren kann, denn das hängt ein bisschen ab von der Dummheit der Computergegner. Hier an dieser Kreuzung sind wir jetzt unten durchgefahren und jetzt fahren wir hier einen Kreis und springen hier drüber. So. Ich versuche jetzt gerade unten auf die Karte zu gucken, ob irgendein Computergegner blöd genug ist. Nein, leider nicht. Es kann nämlich passieren, dass die computergesteuerten Fahrer einfach mal den Sprung nicht schaffen. Dann hängen die da unten drin. Ich demonstriere das einfach mal. So. Dann muss man nämlich hier diesen Kreis nochmal fahren und ist Achter. Und wenn diesen Computergegnern das einmal passiert, scheint das so zu sein, dass die da in der Schleife hängen und das danach auch nicht mehr hinkriegen. Das heißt, die fahren dann ewig lang einfach nur noch da im Kreis.
Na gut, es ist ein Rennspiel, also... wenn man das ein bisschen ausweitet, fahren wir eigentlich alle nur stumpf im Kreis. Aber ihr wisst, was ich meine, glaube ich. Und... Aua, aua. Hier, geh mal weg da. So langsam muss ich mir dann tatsächlich überlegen, wie ich noch nach vorne komme. Und zwar, indem ich ganz viele Röhren knatter hier. So war das nicht gedacht. Ja, wollte ich diese extra Runde demonstrieren? Das kostet mich jetzt tatsächlich einen Platz in den Punkten? Nein, okay. Muss ja gar nicht Erster werden, um die Gesamtwertung zu gewinnen. Na, dazu waren die Rennen hier vor viel zu leicht. Deswegen konnte ich mir das auch durchaus mal erlauben, da einfach... Schade. Ich dachte, Yoshi kriege ich damit noch. Schade. Naja, egal. Zumindest konnte ich die Problematik an dieser Stelle der Strecke erklären. Und Erster sind wir trotzdem, weil so ein riesiger Vorsprung, da war das überhaupt nicht wichtig, Erster zu werden. Wir mussten eben nur Vierter werden. Und ich habe hier nicht den Anspruch, irgendwie perfekt zu spielen. Ich möchte nur halt gerne Gold haben. Weil Gold ist schön. Auch wenn es mir um den Kopf fällt. Als Rache dafür schießen wir einfach den Fisch ab, dann hat es auch wieder erledigt. Alles klar. Yay, congratulations. 100 Kubik Mushroom Cup Race, Cooper wins the gold. Great race. Ja, ich bin toll. Gen. Immer noch nicht so spannend. Ja, das war der Mushroom Cup. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis demnächst.